Als Margaret Fishback Powers 1964 das Gedicht »Spuren im Sand« schreibt, ist sie Anfang 20 und bis über beide Ohren verliebt in einen jungen Mann. Bei einem gemeinsamen Strandspaziergang hält er um ihre Hand an. Margaret ist überglücklich. Am Ende des gemeinsamen Ausflugs dreht sie sich noch einmal um und blickt den Strand entlang. Sie beobachtet, wie das Meer ihre Spuren verwischt und dass dort, wo eben noch zwei Spuren im Sand gewesen sind, nur noch eine zu sehen ist. Die junge Frau erschrickt. Sorgenvolle Gedanken über die Zukunft und was wohl werden wird, ergreifen von ihr Besitz. Werden sie und ihr zukünftiger Mann dem Leben zu zweit gewachsen sein? Werden sie den Stürmen standhalten können, die sicherlich auf sie zukommen werden? Wird Gott an ihrer Seite bleiben? Das Gedicht, das Margaret Fishback Powers kurz darauf niederschreibt, gibt ihr die Antwort, nach der sie sich so sehr sehnt. Mein liebes Kind, dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Inzwischen ist das Gedicht weltberühmt. Inspiriert davon erzählen in diesem Buch 12 Autorinnen und Autoren, darunter Jürgen Werth, Regina Neufeld, Frank Heinrich und Susanne Degenhardt, von Krisen und Tiefpunkten in ihrem Leben. Und sie berichten, wie sie erfahren haben, dass Gott Wort gehalten und durchgetragen hat. Wie er seine Nähe und neue Hoffnung geschenkt hat. Wie er heilsam gesprochen und eingegriffen hat, manchmal scheinbar in letzter Sekunde. Und dass sein Wirken in der schweren Situation nicht immer spürbar war, doch im Rückblick offenbar wurde. Die persönlichen Erlebnisse und tiefen Gedanken schenken Trost, machen Hoffnung und ermutigen die Leserinnen und Leser zu neuem Glauben und Vertrauen in den, der auch sie tragen möchte.